herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich habe heute einen Glow Haul für euch. Und zwar habe ich auf der Glow mit der lieben Alida in Stuttgart einige Stände ein bisschen mir angeguckt und angeschaut. Möchte euch derweil auch ein bisschen erzählen, wie wir die Glow fanden. Und ich habe tatsächlich trotz allem, dass ich die Glow jetzt nicht sehr berauschend gefunden habe, das muss ich aber ganz ehrlich sagen, habe ich doch eine jede Menge geshoppt. Und vorab, bevor ich irgendwas euch zeige, ich möchte mich immer noch entschuldigen dafür, dass ich einfach versprochenerweise euch gesagt habe, dass ich sehr, sehr oft oder sehr gerne mehr hochladen würde. Momentan ist echt der Wurm drin. Ich habe wahnsinnig viel Arbeit. Ich bin die letzte Zeit sehr lange zu meiner Arbeitsstelle hingefahren. Ich musste immer eine Stunde hin und eine Stunde zurück, manchmal auch sogar 1,5 Stunden, je nachdem, wie ich halt fahren musste. Und das war sehr, sehr anstrengend, Leute. Ich verliere halt dadurch auch wahnsinnig viel Zeit, um zum Beispiel auch zu filmen, weil ich halt, ich muss früher aufstehen, ich komme später nach Hause, die Zeit fehlt dir halt einfach, die 2 Stunden. Jetzt ist es alles ein bisschen einfacher. Heute habe ich einen sehr glowy Look und zwar habe ich hier diese B8 Cosmetics, wie heißen diese? Desert Oasis, genau, Palette benutzen, die ist richtig, richtig hübsch. Und wenn ihr, wie gesagt, sehen möchtet, was ich auf der Glow alles geshoppt habe und was zum Beispiel auch in der Glowbag drin war, dann bleibt dran. Ich greife jetzt mal einfach ganz random da in die Tasche rein. Und zwar fangen wir mal an mit einer kleinen Evelyn-Tasche. Die hat 5 Euro gekostet. Da sind auch richtig coole Items drin gewesen. Und ich habe mir jetzt die einfach mal mitgenommen, weil ich jetzt irgendwie ganz cool fand, die Sachen. Da waren ganz, einige Produkte von 131 dran. Das ist so eine ganz tolle, lackene Tasche. Und dann habe ich hier diese 138 Days Handcreme. Die ist richtig gut, Leute. Schaut mal, die ist richtig süß mit Banane. Dann haben wir hier noch einen Puderpinsel, den ich ganz arg crappy finde. Ich wüsste jetzt nicht, für was ich den benutzen sollte. Dann haben wir hier noch ein Brow Game Kit. Da muss ich sagen, das kann ich noch nicht genau sagen, ob dir was taugt, weil ich schauen muss, ob das von der Farbe. Ich finde es aber ganz cool. Da sind richtig coole Tools dabei. Und da könnt ihr die hochklappen. Und für 5 Euro richtig cool. Dann haben wir noch einen Lippenstift, der changiert. Oh Gott, das ist so ein tolles. Also die Farbe ist halt richtig toll. Das sieht halt irgendwie, also wenn das ein Eyeshadow wäre, wäre das auch richtig geil. Das changiert so. Hi Nuki. Hi Bebe. Und dann haben wir hier noch einen voll süßen Lipgloss, den ich auch noch nicht getestet habe. Von 133. Das ist so ein stinknormaler Lipgloss, der sehr erdbeerig riecht. Riecht aber... ist halt ziemlich angenehm. Und den fand ich vom Packaging richtig süß. Und den da werde ich definitiv benutzen und weiter testen. Nehmen wir euch mal ein bisschen näher ran. Und dann haben wir hier noch eine ganze Tüte voll mit Goodies von dem Garnier-Stand. Und zwar, Balea. Es gab bei Balea diese Schönheitsgeheimnis-Masken. Und davon haben wir bestimmt 30, 40 Stück mitgenommen. Dann habe ich vom BB noch so einen Nude Stick bekommen, der auch richtig gut ist. Da muss ich sagen, da haben wir auch richtig zugegriffen. Allgemein zur Glow muss man sagen, Alida und ich waren wahnsinnig enttäuscht. Also wir hatten sehr wenig Stände, die uns irgendwie interessiert haben. Bei Lovely gab es zum Beispiel jetzt wenigstens eine Neuheit, die sehr gut war. Die habe ich auch schon einmal getestet. Das ist einmal das hier. Das haben wir aufgemacht. Ich weiß gar nicht, was es gekostet hat. Ich glaube, nicht mal 7 Euro oder so oder 6,99 Euro. Das ist das Hydrating Serum von der Marke von Paola Maria. Und zwar dieses Lovely. Und das ist richtig, richtig hübsch, das Zeug. Also und vor allen Dingen, das ist wirklich sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. Ich habe das schon benutzt. Das könnt ihr auch sehr gut als Primer benutzen. Ich fand die Aufmachung auch sehr, sehr toll. Ich werde die Schachtel auch behalten, wo ich ein bisschen reintun kann. Das war auch sehr, sehr lohnenswert. Dann haben wir noch, ach, das ist irgendwie so ein Haarband war das. Von, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war von der Glowbag. Das war auch richtig cool. Dann haben wir bei dem Moor-Stand von dieser Stefanie Giesinger haben wir so diese Gesichtsampullen geschenkt bekommen. Die hat man dort so gekriegt. Da war mein Mann und ich, haben beide daran gezogen. Also haben beide das rausgezogen, sodass wir auch davon was haben. Allgemein muss ich sagen, waren sehr wenig Angebote dort. Auch nicht so krass reduziert oder so. Ich habe bei BH Cosmetics tatsächlich was sehr Schönes ergattern können. Aber naja, schauen wir mal. Also, dann habe ich hier vom Catrice Stand habe ich mir noch 2 Paletten mitgenommen. Und zwar einmal die Palette Spice, die mir sehr gut gefallen hat. Die hat dann dort 8 Euro gekostet, statt 13 wie hier im Laden.
Und die hat mir sehr gut gefallen. Das hat dieses Farbschema, ja. Da will ich auch gucken, dass ich mal irgendwie das in einem Get Ready With Me, wo ich ein bisschen so ein Live-Update mache, wo ich euch ein bisschen was über Nuki erzähle, für unsere Familienplanung und viele private Dinge, die auch einfach jetzt die letzten Tage gelaufen sind. Und da will ich mal testen. Also ich fand die Farben sehr hübsch und das sind halt voll meine Farben und ich fand die Pigmentierung auch sehr gut, muss ich sagen. Und die sind sehr, sehr buttrig. Also das fand ich halt sehr, sehr cool, weil die einfach sich ganz leicht auf der Haut angefühlt haben. Und somit ich das Gefühl bekomme, dass sie doch sehr, sehr High Quality sind. Die Alida hat sich, glaube ich, auch zwei mitgenommen. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Es war eine sehr schöne Zeit mit ihr. Ich vermisse sie leider sehr, weil wir haben leider nur also sie hat einmal eine Nacht bei uns geschlafen, sind dann abends samstags noch nach Hause gefahren, weil es sich einfach angeboten hatte. Und ich fand es sehr schade. Ich hätte gerne noch mit ihr noch einen Tag mehr verbracht, aber es ist auch einfach, wenn man halt nur den Sonntags halt frei hat, da ist man auch froh, wenn man daheim ist. Und wie gesagt, das sind so uns. Ich glaube, die hat sie auch mitgenommen. Da bin ich mir aber nicht sicher, weil sie hat mir davon erzählt gehabt. Ich kannte die gar nicht und hat halt gemeint, dass sie die sehr teuer findet. Und habe die dann auf der Glow mitgenommen. Dann haben wir hier noch die Addicted to Exotic Fruits. Das ist eine andere davon. Das ist praktisch eine. Ja, ich glaube, da sind zwei, drei Schimmerfarben drin. Ansonsten sind hier gepresste Pigmente und Glitzer zum Beispiel. Also sehen sehr, sehr schön aus. Also ich denke, sind sehr vielversprechend. Man kann auf jeden Fall was damit anfangen. Katris Lidschatten sind jetzt nicht so mein Favorite, muss ich sagen, weil normalerweise, ich tupfe das mal hier so ein bisschen drauf, was auch cool. Normalerweise ist Catrice von der Qualität jetzt bei mir jetzt nicht so etwas, wo ich sofort hingreifen würde. Ich war leider von LEs sehr, sehr enttäuscht oft und das hat sich einfach. Oh, Nuki, was machst du da? Oh, schmeiß da was runter. Aber ich muss sagen, die beiden Paletten haben mich von der Qualität absolut überzeugt. Ich habe auch schon mit deren Look geschminkt. Sah super aus, also Naked Heat Qualität. Also es war auch sehr cremig. Dann habe ich bei Pixi habe ich mir das Vitamin C Tonic gekauft. Und zwar ist der Brightening Toner. Ich bin sehr, sehr überzeugt von der Qualität von Pixi Produkten. Ich habe früher mal von Rouge Republic habe ich mal was zugesendet bekommen. Da kannte ich Pixi gar nicht und ich muss echt sagen, die Marke ist richtig geil. Ich habe dafür 19,90 bezahlt und ist nicht billig, ja. Ein Super Dupe gab es letztes Jahr von diesem Glow Tonic von DM tatsächlich. Da gab es für die Glow eine LE, die rausgekommen ist und ich weiß gar nicht, wo ich die hin habe. Auf jeden Fall, die war mega gut. Ah, hier, ich habe noch etliche Backups davon. Das ist das Glow Perfection. Das ist das absolute krasseste Dupe zu dem. Ich habe da aber allerdings noch 6 oder 7 Flaschen, weil ich davon schon mindestens 4 Flaschen aufgebraucht habe. Ich hatte die in den Glowbags drin. Ich hatte die selber mir gekauft. Und als ich dann gesehen habe, dass es richtig gut ist, habe ich mir natürlich noch das gekauft, was ich noch gefunden habe. Dann habe ich bei Neutrogena was gekauft. Neutrogena ist jetzt auch so eine Marke, die ich immer wieder kaufe. Mein Mann benutzt es sehr gerne zum Gesichtsreinigen, weil er hat leichte Akne und da muss man einfach sehen. Dann habe ich mir das 3-in-1 Micellenwasser Skin Detox gekauft. Das hat, ich glaube, 3 Euro gekostet. Genau. Da hat jedes Produkt 3 Euro gekostet. Das ist schon wesentlich billiger wie im Laden. Und habe mir zweimal dieses Hautbild verfeinernde Peeling mitgenommen. Also zweimal, weil wir einfach, jetzt ist tatsächlich was ausgegangen. Auf der Glow, es hieß ja auch, dass sie die größte Glow ever gewesen ist. Ich fand, es war eines der schlechtesten Glows ever. Also den Titel haben sie sich definitiv verdient. Ich habe auch mit der Victoria drüber gesprochen und Alida selber. Wir saßen hier auf der Couch und wir waren echt enttäuscht, weil einfach zum Beispiel Garnier, also gerade Micellenwasser, die haben ja auch neues Micellenwasser. Es waren sehr wenig YouTuber da unterwegs. Also ich habe kaum jemanden gesehen, außer die Xlater, die Julia. Da war wohl auch Alicia Marie, die kam aber erst nachmittags, aber es war so voll, Leute. Wir sind wirklich um 14:30 Uhr waren wir schon draußen, weil es einfach so rammelvoll geworden ist. Die Aktionsstände waren wahnsinnig voll und weiß ich nicht, um eine Essenspalette mir zusammenzustellen, konnte ich halt nicht einfach warten, weil es einfach so anstrengend gewesen ist, sich da hinzustellen. Und da haben wir dann eingekauft und gesagt, wir gehen. Und dann habe ich bei dem Stand von der Xlater, von der Julia, habe ich das neue New Shampoo gekauft. Und zwar, das riecht total toll. Und zwar
Ist das eins mit Pfirsichgeruch, was jetzt da oben rausquillt, die Git. Also es ist ein Pfirsichshampoo und das passende Duschgel dazu. Da hat man, glaube ich, 3,90 bezahlt. Das ist noch vollkommen okay. Ich fand die New-Produkte eigentlich gut. Ich habe die gut vertragen. Es hat natürlich jetzt nicht so mega schöne Haare gemacht wie bei der Julia. Zumal sie ja auch Extensions trägt. Das darf man ja, glaube ich, auch nicht vergessen. Sie, also nicht alle ihre Haare sind ihre Haare. Und deswegen finde ich halt die Bewerbung immer ganz schwierig. Aber auf jeden Fall, diese Produkte habe ich mir gekauft. Ich glaube, ich habe 7 € bezahlt. Dann, wenn man zu zweit kauft, hat man ein bisschen Rabatt gekriegt. Dann habe ich noch, oh Gott, wir haben noch was. Dann habe ich hier von BB, oh Entschuldigung, das war ich gerade auch so voll. Habe ich bei BB am Rädle gezogen und da haben wir dann auch, da habe ich zum Beispiel beim X-Later-Stand meine Marshmallows reingepackt. Da haben wir so ein kleines Beutel und da haben wir so Gutscheine noch gekriegt. Und dann habe ich hier beim Balea stand mir das Reinigungsschaum Avocado Honig. Das hat halt echt nur 1 Euro gekostet oder 1,20 € oder so. Ich fand die Tagescreme sehr gut und habe jetzt praktisch gesehen, dass die auch den Reinigungsschaum dazu haben. Habe das natürlich gleich gekauft. Dann habe ich hier noch ein Flechtspray Goldschimmer. Das ist einfach ein Spray, was ihr in eure Haare gibt, was so ein bisschen Leuchtkraft zurückgibt, ja. Und dann habe ich hier noch kleine einzelne Produkte. Ich habe zweimal die Lovely Eye-Serum-Creme gewonnen. Eli! Spielen da hinten. Die Eye-Serum-Creme gewonnen. Ich fand die sehr, sehr gut. Dann haben wir hier vom Payback so einen kleinen Tangle-Teaser. Den benutze ich tatsächlich für Nuki, weil er liebt die Dinger. Einen kleinen Lolli. Dann haben wir hier, das sind so getrocknete Früchte vom Payback. Dann haben wir hier noch so eine Face Mask mit Manuka-Oil. Und dann habe ich etwas noch mitgekriegt, das war auch ganz cool, so eine kleine Bürste. Die benutze ich tatsächlich für die Arbeit, weil ich die einfach mega geschickt finde. Weil wenn ihr dann halt mal so durch die Haare fahren wollt, weil ihr euch einfach gerade nicht wohlfühlt, ist das echt geschickt. Und dann habe ich tatsächlich noch beim Love Stand The Glorious Deep Metals gekauft. Und zwar habe ich nochmal eines dieser Highlighter-Paletten, die war relativ günstig. Die hat, glaube ich, nur 8 Euro gekostet. Und ich weiß halt, dass die Highlighter halt sehr gut sind. Das sind halt wirklich wet-looking Highlights. Das sind keine Highlighter, die praktisch so fett auf der Haut. Also das sind eher wie das hier, was ich jetzt trage. Das ist aus der BH Cosmetics Desert Oasis Palette, die praktisch der Highlighter. Und ich zeige euch mal jetzt, was ich bei BH gekauft habe. Bei BH Cosmetics. Alida und ich, wir sind natürlich direkt dort bei BH Cosmetics gewesen. BH, da ist eigentlich Alida so die Expertin, weil sie checkt auch immer die Rabattcodes ab. Ich kaufe eigentlich nur so nach. Ich habe jetzt keine Ahnung gehabt, was für Rabattcodes es gab. Und wir haben jetzt, ich habe mir jetzt das geile PR-Paket der Color Festival BH Cosmetics Palette gekauft. Und da zeige ich euch mal den Inhalt davon. Und auf jeden Fall habe ich jetzt hier, mich hat es so, ich liebe die Highlighter. Moment, ich komme gleich. Ich liebe die Highlighter von BH Cosmetics. Ich finde, dass sie hochqualitativ super sind. Und ich habe mir jetzt die Blushing in Bali Palette gekauft für 13 Euro. Alida hat mir dann gesagt, dass es ganz günstig ist oder geht. Also, das ist praktisch diese Palette und ach, diese Highlighter. Die sind einfach so krass, Leute. Also, die sind wirklich so heftig pigmentiert und auch einfach so schön. Also, ich habe jetzt mal beide zusammengemischt, ja. Die haben eine unnormale Leuchtkraft und ich finde auch einfach, dass halt, ich feiere Nuki. Du kleiner Randalist. Also ich fand halt auch zum Beispiel, also ich fahre ja jetzt im Juli, fahren wir in den Urlaub nach Teneriffa und ich glaube, die wird auch mitgehen, die Palette, weil das hat einfach Blushes, das hat halt Highlighter und im Urlaub braucht man für gewöhnlich nicht viel. Also ich werde euch dann auch vloggen, ich werde euch dann auch zeigen, wo wir lang gelatscht sind und natürlich auch ein kleines Video darüber machen. Wir haben eigentlich, wenn ich in Urlaub gehe, habe ich immer meine Tagescremes dabei, ein leichtes Make-up, ein Beauty-Schwamm, ein bisschen Puder, Highlighter, Augenbrauenprodukte, ein paar Lippenstifte, muss ich sagen. Lippenprodukte habe ich jetzt eher dabei, aber so eher so eine ganz Palette, also so eine ganz Face-Palette, wo du halt einen Bronzer drin hast und so, weil ich keep it simple, also ich mache jetzt wirklich alles in eine Tasche und dann ist das einfach schon weg. Und dann habe ich mir die neue It's My Ray Ray Palette und zwar das Volume 2 gekauft. Und zwar ist es diese Palette. Ich fand die wahnsinnig schön, aber war total enttäuscht. Also ich habe 18 Euro dafür bezahlt. Also es war allgemein 20% reduziert auf dem BH Cosmetics Stand. Aber die Farben sind super schön, aber die Palette ist sehr klein, wie ihr seht. Also sie ist aber, trotz allem muss ich sagen,
Sehr tragbar. Also, das ist auch so eine Palette, die ich mir sehr gut vorstellen könnte, in den Urlaub mitzunehmen, weil die tatsächlich alles hat, was ich brauche. Ich habe hier zum Beispiel für Abendlook zum Beispiel was, so ein bisschen so ein Schimmer. Hier habe ich so ein bisschen grellere Farben, wenn ich mal ein bisschen mehr Bock auf Farbe habe. Ich müsste mir halt noch so ein Schwarz mitnehmen oder so. Aber ansonsten muss ich sagen, die beiden Paletten sind tatsächlich für meinen Urlaub mitgegangen, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte zwei simple und günstige Paletten haben. Vielleicht nehme ich mir noch so ein. Ja, sowas mit, wo ich dann sage, okay, da ist noch ein bisschen was Schimmeriges dabei. Weil, wenn ihr im Urlaub seid, braucht ihr eigentlich nie viel Make-up. Das ist halt richtig, richtig toll. Und dann kommen wir eigentlich zu dem Highlight der ganzen Glow. Eli! Ruhe! Die spielen da hinten, aber. Und wie gesagt, das ist das PR-Paket von dem Color Festival Bundle. Und da habe ich auch 20% drauf bekommen, habe für das ganze Ding Pinsel und. Praktisch die Palette 42 Euro bezahlt und muss sagen, die fand ich auch echt angemessen. Da habt ihr praktisch die Pinsel drin, die ich so schön finde und die waren von der Qualität her abartig schön, dass ich gesagt habe, da werde ich mir definitiv im Sale mal ein zweites Paar von kaufen, weil da sind sehr, sehr geile Gesichtspinsel dabei. Und ich weiß noch nicht genau, wie man das jetzt hier macht, wie das jetzt dann hier rausgelöst wird, aber ich will halt gucken. Also ich will dieses Paket auf jeden Fall zur Erinnerung behalten, weil ich es einfach sehr, sehr schön finde und schade einfach, wenn man es wegschmeißt. Und hier haben wir die Color Festival Palette. Ich liebe diese Festival Kollektion von BH Cosmetics und die Farben sind wie folgt. Ich finde die einfach hammer, hammer, hammerhart. Ich tue mal ein paar Swatchen. Also die Qualität von BH Cosmetics, also die hat sich so krass gesteigert über die Jahre. Gerade dieser Ton, muss ich sagen, also das finde ich ja, also den Ton habe ich etwa von Dose of Colors und der hat alleine 18 Euro gekostet. Also das ist eine Palette, die ich hochqualitativ mega, mega krass finde. Hier zum Beispiel auch das Lime Green, also das ist schon richtig geil. Daraus lassen sich wunderschöne Looks zaubern. Also das ist wirklich ein der Shit, sag ich euch. Und da bin ich auch so gespannt und glücklich drüber. Also jetzt, ich glaube, das sind so die Paletten, die ich halt in den Urlaub mitnehmen werde. Weil da habe ich halt, also gerade das eine Grün zum Beispiel, also das muss ich euch im Close-Up zeigen. Schaut mal, dieses Grün über das ganze Lid verteilt, das sieht einfach so, so, so edel aus, ja. Dass ich halt echt sagen muss, das sind halt so die Paletten, die ich nach Teneriffa mitnehme. Wir fahren nach Teneriffa mit meiner Mutter und ihrem Freund. Und wir freuen uns wahnsinnig darüber. Also wir haben jetzt, ich habe noch nie Urlaub mit meiner Mom gemacht. In älteren Jahren, sage ich mal, klar, als Kind macht man das, aber jetzt so als Erwachsene gar nicht. Und wir haben uns jetzt mal entschlossen, halt zusammen Urlaub zu machen, weil wir hatten auch irgendwie immer so die ganzen Jahre so wenig Zeit als Mutter-Tochter. Und dann haben wir halt gedacht, komm, wir machen das mal. Dann hier haben wir die Festivalpinsel. Die sind so schön, Leute. Jetzt ist ja gerade auch Coachella-Zeit und da haben sie jetzt natürlich auch diese Pinsel rausgebracht dafür. Und Leute, diese Pinsel sind einfach neongelb. Und ich muss euch mal die einzelnen Pinsel zeigen, weil ich auch diese Form sehr besonders finde. Deshalb auch auf jeden Fall noch ein zweites Bundle davon einziehen wird. Das weiß ich ganz sicher. Weil so wieder mal die auf Sale sind, werden die definitiv bei mir noch mal ein zweites Paket einziehen, weil die kosten 30 Euro und ich finde das einfach, da sind jetzt endlich einfach solche Pinsel reingekommen, die man einfach so noch nie hatte, ja. Und das finde ich einfach so heftig, dass das einfach mal von BH Cosmetics kommt. Zumal ich sagen muss, dass ich noch nie von irgendwelchen Pinseln enttäuscht war von denen. Das kann man eigentlich nicht sagen. Und zwar zeige ich euch mal die. Nuki, was machst du da? Zeige ich euch mal die einzelnen Pinsel, die es da gegeben hat. Und zwar, jetzt habe ich meine ganzen Folien abgemacht. Ihr seht es praktisch hier so im Ganzen. Und ich zeige euch mal die einzelnen Pinsel. Hier habt ihr einen sehr, sehr großen, sehr fluffigen und super weichen, fluffigen Pinsel. Also das Set kommt komplett so wie es ist in eine Tasche und wird nach Teneriffa mitkommen, weil ihr braucht nicht mehr. Da ist wirklich das alles dabei: Crease, Eyeshadow, Rouge, Blush, Konturpinsel. Und das ist ein so, so schöner Pinsel. Also ich bin hardcore begeistert. Nuki, du kleiner Zigeuner, was machst du da? Was machst du? Was machst du? Hä? Auf jeden Fall ist es ein wunderschöner Powderbrush. Also ich zeige euch mal die Farbe so ganz nah. Das sieht unheimlich schön aus. Ganz tolle und sehr, sehr weich, Leute. Also wirklich
butterweich, ihr spürt die kaum. Dann habt ihr noch so ein bisschen, so ein bisschen spitzeren. Also ich benutze die zum Beispiel für Blush oder um Puder zum Beispiel auf in meinem Gesicht zentrierter zu verteilen. Dann habt ihr hier so ein, meines Erachtens ein Konturpinsel, könnte aber auch zum Beispiel ein Rougepinsel sein. Und dann habt ihr eine ganz neue, meines Erachtens neue Auswahl am Pinseln. Ihr habt hier einen sehr, sehr langen Highlighter Brush. Also diese Pinsel, Leute, sind der absolute Shit, um Highlighter aufzuschlagen. Ihr nehmt wirklich die nur so und macht so und ihr glänzt wie die Speckschwarten. Dann habt ihr hier einen so einen Cut Crease Brush, wo ihr praktisch richtig präzise mitarbeiten könnt. Dann habt ihr hier, meines Erachtens ist das hier, eine Art Concealer Brush, wo ihr praktisch dickere Konsistenzen oder einen Contour, also einen Cream Contouring Brush, wo ihr praktisch eintunkt und so praktisch Farbe verteilt. Ich würde ihn eher dafür benutzen, zum Beispiel Eye Primer aufzutragen und praktisch hier unten die Falten rauszumachen. Dann habt ihr hier einen etwas festgebundeneren, das glänzt, seht ihr kaum die Farbe, die ist so glänzend, ja. Dann habt ihr hier einen etwas fester gebundeneren Pinsel, der ist meines Erachtens für eine Basefarbe oder sowas aufzutragen oder irgendwelche anderen Produkte. Und habe jetzt halt noch keine Ahnung, wie ich den benutzen möchte, aber ist sehr, sehr schön. Und dann habt ihr hier einen kleinen Fächerbrush, wo ihr praktisch hier in eurem Augenbrauenbogen schön Highlighter auftragen könnt oder hier auf der Nase oder so oder hier so an dem Nasenrücken entlang. Eine neue Brush, die es noch nie gegeben hat. Und dann halt so ganz typische Fächerpinsel. Ihr seht es ja hier. Also so ein bisschen sowas Fluffigeres, wo ihr praktisch ein bisschen spitzer zulaufen arbeiten könnt. Eine sehr feine. Dann habt ihr hier so eine etwas fettere, um praktisch etwas mehr Farbe aufzutragen. Und eine ganz normale Blender Brush. Und ich finde im Großen und Ganzen diese Pinsel einfach wahnsinnig gelungen. Also es sind wirklich sehr schöne, also auch die Verpackung ist wunderschön. Ich habe nur Probleme jetzt gehabt, die Farbe einzufangen. Und Leute, das war wie gesagt der Glow Haul. Im Großen und Ganzen muss ich einfach sagen, die Glow war diesmal sicherheitsmäßig sehr viel besser wie in Berlin. Hört mir mal auf da. Ab jetzt. Geh raus. Los. Husch, husch. Die hören aber nicht auf zu spielen. Das ist Katastrophe, wenn die Kinder nicht hören. Das ist Katastrophe. Also von der Sicherheit muss ich sagen, war die Glow sehr viel besser organisiert. Also ich habe mich da sicherer gefühlt. Aber was mich sehr gestört hat, ist einfach, es waren einfach zu viele Leute da. Irgendwie hat man so das Gefühl gehabt, dass man diesmal einfach mehr Tickets verkauft hat, weil man sie verkaufen konnte. Man hat einfach nicht drauf geachtet, ob die Leute überhaupt da reinpassen. Irgendwie so in der Richtung kam es einem so ein bisschen vor. Es war sehr anstrengend. Ihr habt praktisch unheimlich viele Leute umgehen müssen. Es war einfach gerammelt voll mit allem, also Katastrophe, ja. Ich fand auch es irgendwo auch sehr unangenehm irgendwo, ja. Und ich habe ja zum Beispiel auch die Goodie Bag, die packe ich euch noch geschwind aus. Da muss ich auch sagen, da waren jetzt auch nicht so viel. Also da ist jetzt eine Zeitschrift drin gewesen und ja, hier das Nature Box, so ein Granatapfel. Was ist das? Granatapfel? Duschgel. Dann ein Sherry Labello. Ich zeige es euch mal im Schnelldurchlauf, weil also das ist also wirklich... dann haben wir hier noch so ein reinigendes Handgel, was ich zum Beispiel jetzt ganz gut finde, weil bei uns ist demnächst Volksfest. Dann gab es bei uns so, ja, so ein paar Heilerdemasken. Ja, hier solche Micellenwassertücher. Auch wieder so eine Augencreme von Lovely. Dann hier, ich glaube, irgendwelche Kaugummis oder so von dieser Marke, von der Zahnputzmarke. Das fand ich ganz gut. Das war eine pflegende Haarkur von New. Dann ein Nagellack. Dann das Einzige, was ich jetzt super fand, war von L'Oreal. Dieser glossigere Lippenstift oder so. Ja, also das ist so ein glossiger Lippenstift, den ich allerdings, ist zwar hell, aber er ist sehr pflegend. Also Alida hat mir nur Gutes darüber erzählt und ich habe dann auch direkt mal getestet. Dann hatten wir von Got2B das Beach Bee. Das ist praktisch von Got2B, von der Dagi Bee Marke jetzt. Das ist so ein Salzspray, da könnt ihr eure Haare so ein bisschen wuschelig machen. Dann habe ich hier noch eine Body Lotion mit Berry-Geruch. Ein Purelay Gutschein von 20%. Dann ein M. Azam Wine Rose belebendes Gesichtsspray.
Dann haben wir hier noch kleinere Sachen, wie zum Beispiel kleine Öko-Wattestäbchen. Dann haben wir hier noch eine Vitamin C-Maske, eine Alkohol-Haarmaske, einen Gel-Shine, und zwar der ist richtig hübsch, den fand ich richtig toll. Und zwar in einer ganz tollen koralligen Farbe. Einen Volumentrockenshampoo, ein Jelly, wie nennt man das? Jelly irgendwas von X-Later. Ich glaube, das ist einfach so eine Art Duschgel oder so. Und dann gab es hier noch Produkte. Ja, das war einmal hier das Love, diese Magnetic Eyeshadows. Da habe ich aber schon welche. Die kommen dann auch mal in eine Verlosung. Dann habe ich hier eine NYX Candy Stick. Sie sind tatsächlich sehr, sehr schön, aber die Farbe ist halt gar nicht meins. Und dann haben wir noch kleinere Sachen. Und zwar haben wir hier noch eine Art Lipstick von Alvera. Dann haben wir noch einen New Pflegebooster, ein kleines Spiegelein, einen Essence Lippen, nee, ein Essence Dings. Dann einen matten Primark-Lippenstift, die finde ich aber übelst trocken. Und dann habe ich noch ein Glow-Like Limited Edition Shampoo von Ghoul drin. Und einen, ja, so einen reflektierenden Ding, Nagellack. Wie gesagt, das war jetzt das, was in der Glowback ist. Also ich fand die Glowback zum Beispiel ganz gut. Aber die in Berlin zum Beispiel hat ja auch Pixi-Produkte drin, die natürlich wahnsinnig hochwertig waren. Also ich hatte da so, ich weiß gar nicht, was es war. Ich glaube, da waren dieses Make-up-Fixing-Mist. Genau, da war das Make-up-Fixing-Mist. Das hatte ich ja zweimal, weil mein Freund ja auch eine Glowback hatte. Und das waren halt allein schon 40 Euro. Wie gesagt, im Großen und Ganzen, die Glowback war in Ordnung. Aber es waren natürlich, also es waren sehr viele Produkte drin, wie zum Beispiel sowas. Finde ich, also ich mag sowas nicht, weil ich finde halt, kein Schwein kann das tragen. Also ich kann es euch mal zeigen, wie grell das Teil ist. Also, hello, ja. Also das ist so grell. Wer kann das tragen? Also ich kann das nicht tragen und ich trage ja schon viel sowas, ja. Also, das ist halt einfach so eine Farbe, ja, die, weiß ich nicht. Das ist halt keine Farbe zum Tragen. Also ich würde die jetzt, glaube ich, nur über so in einem Zentrum von einer roten Lippe tragen, um das ein bisschen ombre-like zu machen. Aber das ist halt für mich so ein bisschen, man sollte halt schon Produkte aussuchen, die halt auch junge Mädels tragen können. Und ich sag euch ehrlich, wenn meine 13-jährige Tochter mit so einem Lippenstift aus dem Haus gehen würde, ich würde das auch nicht erlauben. Weil ich finde, diese Farbe sieht halt überhaupt nicht schön und classy aus. Ich kenne auch überhaupt keine Mädels, denen so krasses Pink steht, in Glossform. Also ich mag sowas natürlich in so allen möglichen Formen, ja, aber nicht als Gloss. Das sieht dann einfach sehr günstig und billig aus. Und im Großen und Ganzen war die Glow für uns halt ein Reinfall. In dem Sinne, ich habe ja 72 Euro fürs Wochenendticket bezahlt, war aber nur einen Tag dort, weil ich einfach die Zeit nicht gefunden habe, noch mehr dort zu sein. Und muss einfach sagen, ich habe für meinen Teil beschlossen, dass ich jetzt erstmal nicht mehr hingehen werde. Ich brauche keines der Produkte sozusagen außerhalb. Kann ich auch auf der Glow einfach kaufen, beziehungsweise zu Hause einfach im DM. Es gab sehr wenig Geschenk. Das war zum Beispiel in den anderen Glows zum Beispiel gar nicht so. Man hat zum Beispiel teilweise an Rädern sowas gewinnen können. Oder damals war es, ich glaube in Dortmund war das diese Maui-Reihe. Da hat ein Shampoo 7, 8 Euro gekostet. Die hast du dann da geschenkt bekommen, indem du im Rädle drehst. Und im Großen und Ganzen war ich halt ein bisschen enttäuscht, weil einfach die Sachen auch nicht so krass rabattiert waren. Also 20% bei Beard Cosmetics. Das gab's auch, das gibt's auch so. Also wir haben teilweise öfters, also Alida ist schon meine Rabattqueen, also die sagt mir öfter krassere Rabatte durch. Also das ist halt einfach etwas, wo ich im Nachhinein sage, das war für mich halt so ein bisschen so ein Flop-Moment, weil ich einfach gesagt habe, ich würde halt gerne mehr sparen, wenn ich auf eine Messe gehe, weil bei uns gibt es ja auch Babymessen und so, das spart ihr noch viel, viel mehr Geld. Und wie gesagt, ihr müsst selber entscheiden, wie viel Geld ihr halt ausgeben möchtet. Man hätte da auch locker nur mit 20 Euro durchlaufen können. Die Messe war an sich gut organisiert. Ich fand leider nur die Stände sehr, sehr lieblos gestaltet. Es war nicht mehr so schön wie früher. Ich habe jetzt schon die dritte Glow, muss ich sagen. Also ich habe als sehr, sehr wohl Vergleichsmöglichkeiten. In Berlin waren an jeder Ecke ein YouTuber zu finden. Die waren sehr viel unpräsenter da. Es waren zum Beispiel Kisu und so, die habe ich alle gar nicht gesehen. Es gab halt auch viele, die waren halt jetzt einfach zur Urlaubszeit. Ich glaube, Kisu war dann irgendwo in Shanghai oder so. Ich meine, klar, die haben auch Urlaub. Aber man hat halt überhaupt nicht die
YouTuber dahergezogen, die jetzt praktisch Ding. Es ging auch sehr viel ums Verkaufen. Also der Dagi Shop zum Beispiel war richtig groß, ja. Sie hat sich aber dort nicht blicken lassen. Sie war aber dafür beim Gatobi-Stand, wo man halt ihre Produkte kaufen konnte, beziehungsweise unterschrieben geschenkt bekommen konnte von ihr. Das war halt einfach, und sie war halt auch nur eine Stunde da. Leute, die Schlange, die muss derart lang gewesen sein, was ich so von den anderen gehört habe, ja, dass ihr in der Stunde niemals hättet ein Produkt bekommen können. Dann zum Beispiel auch diese Boyfriend-Bag zum Beispiel. Wir waren um 12 Uhr drin, sind zu BH Cosmetics, haben innerhalb von 10 Minuten die Sachen gekauft und sind direkt zur Boyfriend Bag. Und die war schon komplett ausverkauft. Und das muss ich sagen, ist auch eine Frechheit, weil wenn die Leute um 14:30 Uhr erst ein Ticket bekommen haben, was ja die krasseste Klatscherei ist, überhaupt ein Glow-Ticket zu bekommen, ist es auch nicht in Ordnung, dass man praktisch dann überhaupt nichts bekommt von den Produkten. Das ist ja dann auch scheiße. Also, das muss jeder selber entscheiden, wie viel Geld er wo ausgeben möchte. Also, ich bin sehr zufrieden. Ich habe jetzt ungefähr 120 € oder 130 € ausgegeben. Das war okay. Ich hatte viel mehr eingesteckt, weil ich dachte, okay, vielleicht sind da auch richtig geile Neuheiten oder so. Früher haben sich ja auch Marken wie Urban Decay dort blicken lassen oder so. Das war, ist jetzt alles mittlerweile gar nicht mehr. Wie gesagt, ich für meinen Teil, das war jetzt erstmal bis auf Weiteres die letzte Glow. Sollte die mal in Hamburg sein und zufällig ich Lust auf ein Musical haben, dann würde ich das schon verbinden. Aber das war's dann aber auch. Leute, ich hoffe, ihr habt halt wirklich viel Spaß gehabt bei dem Video. Ich bin, da ist der kleine Nuki. Nuk, Nuk. Nuki. Na, Nuk. Und Matu. Guck mal, wer ist denn da? Die kleine Ratte. Und auf jeden Fall, also es war erstmal bis auf Weiteres die letzte Glow, weil ich einfach, ich habe auch jetzt andere Dinge zu scheißen. Also ich bin jetzt auch einfach sehr viel am Arbeiten. Und bezüglich dessen, dass ich einfach auch klar Geld zusammenhalte für Familie und für irgendwas, was dann halt auch mal auf uns zukommt, möchte ich halt jetzt auch nicht dafür halt Geld ausgeben. Und ich hoffe, wie gesagt, dass das Video euch gefallen hat. Lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Ich versuche, mich zu verbessern mit meinen Hochladezeiten. Ich kann einfach gerade nicht so, wie ich das möchte. Ich kann einfach gerade nach monatelanger Hardcore-Hochladezeit mich gerade nicht aufraffen, neben meiner normalen Arbeit auch noch YouTube zu machen. Ich will versuchen, zu dieser Palette hier eine Review zu machen, und zwar bald. Die mache ich nächste Woche und lade sie nächstes Wochenende hoch, damit ihr halt auch so einen Überblick bekommt, wie auch die Pinsel performen. Also ich mache dann ein Full Face, erzähle dann backe schon ein bisschen Get Ready With Me und mache gleichzeitig eine Performance-Show von dieser Palette. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, meine Lieben.